Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroIP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Das wollte schon Graces App sagen. Jahaha, super. Ja, in der letzten Folge sind wir diesen komischen, verrückten Mädchen begegnet in dem roten Kleid. Kleid. Und wir haben hier, na, die Liliumkugel erklärt bekommen, was eigentlich nur ein Sphärobrett für Tales of Xillia ist, sage ich jetzt mal. So, unsere Aufgabe ist, folge Mila. Ja, und ich habe herausgefunden, ihr Name wird, glaube ich, Mila ausgesprochen, anstatt Myla. Wahrscheinlich wird es ewig dauern, bis ich mich daran gewöhne, aber naja. Ich versuche dran zu arbeiten. Ich versuche sie Mila zu nennen. Okay. Oh, was? Okay. I always wanted to live up to Professor House's expectations, but now he's dead. Kann ich jetzt durch die anderen Türen auch? What are you doing? I'm cuddling you. Why? Was? I read it in a book. When humans are upset, they feel better when you cuddle them. What book was that? A mother's eyes, a mother's touch. That sounds like a book about child rearing. I'm not a baby. This technique has no effect on you? Humans are so complicated. Well, I guess I do feel a little better. Thank you. Hmm? So it does work. Also bist du ein Baby. Hey! What the fuck? Okay. Wir werden natürlich überhaupt keine Probleme haben, so ich versuche mich mal zu heilen. Cool. Oh nein. Oh, die Zauber hier so. Mila, du, okay, ja. Dachtest, ich würde das auch alleine schaffen, aber naja, danke, dass du mir geholfen hast. Bonuserfahrung: Am Ende jedes Kampfes kannst du eine bestimmte Menge an Bonuserfahrung halten, die auf der Grundlage der längsten Combo und dem für den Kampf benötigte Zeit ermittelt wird. Ja, okay. Ja, also je besser man kämpft, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt man. Und hier ist noch ein Skip, mein Gott. Doesn't this lead deeper inside? We're not heading to the exit? No. There's something seriously wrong here. Shouldn't we get out? I'm aware of the danger, but there's something I must find. I'm afraid I can't escort you out before then. Sure. After all, I was the one who asked to go with you. What's so funny? It's nothing. When my business here is done, I promise to see you safely out of here. There's no need to worry. Thanks. Okay, ich möchte noch mal zurückgehen. Kann ich durch alle Türen jetzt durchgehen? Karte 4, gut. Weil das möchte ich jetzt doch noch wissen. Nur einfach passe ich hier irgendwelche ultimativen Waffen oder so. Warum ist hier oben? Das sieht noch sehr komisch aus. Aber so viel Zeit muss sein. Ich weiß, ich verschwende ja voll Zeit, aber was soll's. So, was ist hier? Okay, von hier kamen wir, glaube ich. Nee, wir kamen von unten. Ja, okay, dann war schon richtig, mein Gott. Habe ich schon wieder Zeit verschwendet? Gern geschehen. Oh, hier war was. Eisenpulver aus Erde, okay. Nein, jetzt keine Tür. Folge Mila. Ja, wenn die vor mir laufen würde, dann hätte ich kein Problem. Dann würde ich sie auf Schritt und Tritt verfolgen. Aber so, nee, geht nicht. Ach ja, weil ich noch nachgucken wollte unter Arzt. Heiler. Start benutzen. Ach, außerhalb des Kampfes kann ich ja benutzen, oder was? Ah, cool. Ja, macht Sinn, ne? Gemündelte Energie, die KP für einen Sinn. Das ist stärker der Effekt. Okay. Kein Ding. Zack. Lehn nicht zurück, ich mach das schon, keine Sorge. Und ich sehe jetzt schon wieder TP weg. Ich verballert die TP mir nicht. Aber kann ich mit normalen Angriff für alles wegfahren. Aua! Und die haben beide ein Level up. BP 3. Und BP 3. Okay. Möchte mal direkt wieder reingehen. Und zu gucken. Ich könnte jetzt eigentlich hier noch das hier lernen, ne? Aber aufsteigender Wirbel, der einen beständigen Feind in der Luft befördert. Ja,
Das hier ist für Vitalität. Wenn ich mal recht überlege, wäre es doch vielleicht besser, Bewegung aufzuleveln. Aber was haben wir denn hier noch? Ein Servo-Ausschlag, ein dreifacher Gewitter aus Schlägen und Tritten. Ich kann auch hier jetzt. Was? Wieso kann ich nicht? Ich habe da auch von hier irgendwo. Na toll, muss ich jetzt. Okay. Dann mache ich hier. Aufsteigender Wirbel. Ist das eine Kampfart? Ja, mache ich jetzt einfach mal. Scheiß auf die Werte. Einfach volle Pulle auf Techniken gehen. So. Die KP um 5% TP gewinnen. Das hier habe ich noch nicht so richtig. Stahl, hey, da kann ich noch aus Tales of the Abyss. Nur da hieß es Stil. So, ich gehe auf Bewegung. Okay. Mila. Ich werde wahrscheinlich nach jedem Level ab. Da ist er gut, im Gegensatz zu Final Fantasy 10. Da hast du ja so schnell Level Ups bekommen, da hast du auch jedes Mal Sphero-Punkte bekommen. Deswegen muss es ja rund um die Uhr auf eine Sphero weit gehen. Hier ist halt viel einfacher. So, ich gehe. Ich weiß nicht, Blitzabwehr. Bei ihr kann ich halt schon hier nehmen, aber möchte ich das? Ich weiß nicht. FP, Fertigkeitspunkte. Nehmen wir das mal. Einfach so aus gut Glück. Auf gut Glück. Und dann möchte ich das hier ehrlich gesagt lernen, aber dafür habe ich noch nicht genug. Deswegen gehe ich hier drauf und da drinne war Zauberschutz. Vier genau unten. Ja, das kenne ich auch noch aus Tales of the Abyss. So, dann gehe ich hier hin, um diese Technik zu lernen. So, und jetzt gucken wir mal. Aufsteigender Wirbel. Wenn das aufsteigend ist, dann mache ich das mal hier auf oben. Und Heilung mache ich hier. Dann bin ich mal gespannt. Eins. Oh Gott. Dann zeig mal. Okay, cool. Ich warte immer noch auf die ganzen bekannten Namen der Art. Also hier so, ja, Demon Fist zum Beispiel ist ja auch ein bekannter. Dämonenzahn gibt es normalerweise. Dämonenzahn ist normalerweise die Anfangstechnik von den Schwertkämpfern in jedem Tales of Spiel oder meistens den Hauptcharakteren. Aber da er ja nicht mit dem Schwert kämpft, setzt halt Dämonenpunkt ein. Macht ja Sinn, ne? Boah, der Typ kämpft so cool. Boah, ich liebe dieses Spiel. Boah. Ich würde dann am liebsten in einer Session hier durchspielen. So komplett am Stück. Aber, leider muss ich auch leben. Zack! Ich muss aber sagen, der Typ kämpft so stylisch. Da diesen Angriff finde ich gut, wenn er so. Ja, wie nennt man das? Wenn er so mit der Schulter irgendwie angreift, so zur Schulter gelehnt. Das sieht richtig cool aus. So. Oh, hey. Ein Stück Holz. Geil. Ich weiß zwar nicht, wofür die Punkte da stehen, aber ich werde schon herausfinden. Da. Oh. Also, was ich ja schon von Trailern und so, Gameplay-Trailern und so, von vor, was weiß ich, wie vielen Monaten so gesehen habe. Ich hab mir extra keine Informationen von Tales of Xillia und so angeguckt, weil ich mir nichts verderben wollte, weil ich so gehypt auf das Spiel war. Und Sparring. Deswegen freue ich mich einfach nur so. Sparring. You seem to know your way around a fight. Yeah, I studied self-defense when I was a kid. They say that even the best trained soldiers may panic in the face of actual combat. Yet you seem completely together. Well, I had a friend Doktor I trained with who used to shout sparring time and attack me out of the blue. So it's probably thanks to her. I see. I'd always wind up on the ground, covered in bruises. I'm sorry to dredge up such painful memories. What? No, it's not like that. Don't all bullied children say that? Bullied? That's not what... Wait,
was it? Ja, ich habe mich aber auch schon gefragt, woher er so kämpfen kann, ganz ehrlich. Ich habe mich schon gefragt, kann jeder Arzt so kämpfen? So. Hey. Oh. Ich darf nicht vergessen, ich habe ja noch das hier. Boah, das sieht einfach so cool aus, wie der kämpft. Ich kann es nur einfach immer wieder sagen. So, und Mila, falls es euch aufgefallen ist, ist ein bisschen stark. Aber sie ist Level 3. Sie ist Level 3. Und hat 2000 HP. Also, ja, nervt die mal. Sonst wird das Spiel ein bisschen zu einfach. Dabei habe ich gehört, dass man Mila erstmal, Mila, erst spielen sollte, wenn man... Oh, da ist auch noch was. Ein Spinnennetz. So, und jetzt gehen wir mal durch die Tür und da ist immer noch was. Ey, ich sehe von Weitem hier noch dutzende Sachen glänzen. Und noch mal ein Stück, also er lädt sich halt immer wieder auf und ich renne einfach nur hier hin und her. Kann natürlich auch sein. So, da wollte ich sagen, also ja, Mila sollte man ja eigentlich erst im zweiten Durchlauf nehmen, habe ich gehört. Weil ihre Story schwieriger ist. Und wir sind jetzt total rausgegangen. What is that? A Spyrix weapon. I knew it. Ich bin nochmal zurück. Nein, die sind schon tiefer reingegangen. The Lance of Kresnik? That's the name of the sage from the Genesis Age. Huh? What are you doing? So this is what humans call irony. Naming this weapon after Kresnik. Listen up. We must destroy that which harms man and spirit. Those are the four great spirits. So that really makes her Maxwell? Ja, die macht das jetzt alles gerade kaputt, ne? What are you doing here? You are really starting to make me angry. Das ist schon wieder ein verrückter Girl. Are you gonna try and stop it? Do you know what you're doing? That's it. Mila! Look down! Huh? Stop! Or you'll be dragged in with it! Spirits? Wait. Take Mila and then run? Huh? What? What are you trying to do? Ja, was wird wohl passieren? Boah, bin ich böse. Okay. Ja. Was diese vier Geister vorhaben, was Jude tun soll und was jetzt überhaupt passiert, das sehen wir in dem nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.